Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte, es ist mal wieder Zeit für ein kleines Garten-Update, weil wir hier doch ein bisschen was ernten können und sich hier natürlich was geändert hat, dadurch, dass hier enorme Trockenheit herrscht und wir deswegen sehr viel sprengen mussten. Und daher hat sich eben auch der Garten an sich so doch recht stark verändert. Wir haben jetzt Anfang August, ich glaube den 9. oder 10. Und genau, dann würde ich sagen, starten wir mal. So, erstmal hier die Bonsais sind jetzt ja nicht so spannend. Auf der anderen Seite haben wir hier einmal die Himbeeren, da sind da hinten auch noch ein paar dran. Und hier vorne finde ich auch sehr spannend, beziehungsweise wichtig. Hier sind nämlich ganz viele von meinen Chilis dran und die werde ich nämlich jetzt auch ernten. Schauen, ob ich die so abkriege oder ob ich die nachher abschneide. Und dann zeige ich euch gleich nochmal andere Chilis. Ich möchte die alle trocknen und zu Pulver oder eben so Flocken verarbeiten. Die sieht nicht mehr gut aus. Die kommt mal zu den Hühnern. Mal schauen, ob sie die fressen. Genau, ich glaube, das war's. Da hinten ist noch eine. Genau. Das ist dann mal die Ernte. Die habe ich ja auch für mein rosa Pfeffer Chili-Salz benutzt. Dann lege ich die hier mal zu der anderen Ernte bisher. Da haben wir jetzt hier nochmal Zucchini, ein paar kleine, weil die besonders gut schmecken. Und hier, das sind die Red Samurai Möhren. Karotten wachsen dieses Jahr nicht so besonders gut und die sollen halt sehr rot sein. Finde ich jetzt nicht so krass. Ein röter als normale Karotten sind sie schon. Ich zeige euch nochmal den Unterschied. Hier seht ihr auch den Sprenger. Also 2 Stunden mussten schon täglich gesprengt werden. Einmal eben hinten und einmal vorne. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie den Wassermangel noch hervorbringen, sondern hier ist eben ein eigener Brunnen, der besonders tief ist, sodass er sehr viel Wasser hat und der wird hier eben genutzt. Von daher nehmen wir da niemandem das Wasser weg. Genau, dann gehen wir mal zu den anderen Chili-Pflanzen. Da haben wir hier einmal die sibirische Hauspaprika. Ich finde sie sehr scharf, obwohl ich gerne scharf esse. Und die roten sind eben gut. Und da werde ich jetzt auch welche pflücken. Ihr seht, sind sehr, sehr viele dran, wenn man hier mal so reinguckt. Auch viele, viele rote. Da werde ich locker über den Winter kommen, denke ich. Wahnsinn, wie viele hier drin sind. Und hier sehen wir auch nochmal den Unterschied. Da oben, die schwarzen, das ist ja der UV-Schutz, hatte ich ja schon mal erzählt. Dann werden sie grün und erst dann werden die wirklich rot. So, unten kann ich nochmal ein paar wegnehmen. Wahnsinn, wie viele hier wachsen. Die einfach auch schon reif sind. Meine Eltern haben die auch nochmal, aber da wachsen die nicht ganz so gut. Da seht ihr meine Ernte. Sieht ein bisschen aus wie so kleine Beeren. Und dann einmal neben die anderen. Und dann haben wir hier noch im Frühbeetkasten, da hatten wir die eigenen, also die hatten wir selber mit den Seedshells gesät, eben in die Erde gesetzt. Und da sind hier eben auch gut welche dran. Hier sieht man noch so ein paar grüne und da unten blitzt es auch schon rot. Achso, genau. Da unten ist auch noch, oh, die ist gut lang. Das war es dann noch erstmal, aber hier beispielsweise seht ihr auch, da kommen noch gut welche. Und auch hier vorne. Da können wir noch ein bisschen was erwarten. Dann seht ihr hier übrigens im Frühbeetkasten neben den Chilis, beziehungsweise ich glaube, es waren auch Chili-Paprika, seht ihr denn nochmal den leckeren Grünkohl, wie der hier eben doch schon sehr gut wächst. Ich habe gerade gesehen, die Preise werden doch nicht so uninteressant. Da sind nämlich tatsächlich auch Früchte dran. Gucken wir da unten, sieht man die ganz gut. Genau, dann wollte ich euch hier dieses Beet einmal zeigen. Und zwar haben wir hier erstmal noch Schwarzkümmel, der sieht jetzt nicht besonders gut aus. Aber daneben die krause Petersilie, die ist richtig gut gewachsen, finde ich.
Dann haben wir hier nochmal die Kapuzinerkresse, die eben nicht rankt, wie die, die wir am Anfang des Videos gesehen haben. Und dann habe ich hier nochmal, auch sehr gut gewachsen, die glatte Petersilie. Genau, in dem Beet dahinter haben wir einmal Gründünger gesät. Der kommt jetzt auch so langsam. Da hinten sind auch nochmal Bohnen und Karotten. Und auf der anderen Seite, hier haben wir ja das Kartoffelbeet. Und da sind die eben auch, haben wir die Frühkartoffeln alle schon geerntet. Und da wächst jetzt eben richtig gut der Blumenkohl. Den haben wir, glaube ich, vor 2-3 Wochen, ich glaube schon ein bisschen länger her, einfach eben gepflanzt. Der war vorher auch im Frühbeetkasten. Und hier sieht man jetzt, was vom Regen heute Nacht ein bisschen eben abgespült wurde. Das sind die roten Kartoffeln. Da seht ihr sie. Ich mag die persönlich sehr, sehr gerne. Und dann ist hier unser ehemals Kartoffelbeet. Da sind nämlich jetzt, da wo die Frühkartoffeln standen, haben wir einfach Grünkohl hingepflanzt. Der war vorher auch eben hier im Frühbeetkasten, wie jetzt der andere Grünkohl. Und, also den haben wir halt später gesät. Und hier finde ich es ganz besonders toll. Hier sind ja auch noch Kartoffeln, aber eben die roten. Und die finde ich einfach besonders lecker und freue mich jedes Jahr einfach drauf. Da haben wir auch nur ein bisschen was da hinten schon geerntet. Und rechts daneben haben wir noch mal so ein paar Bohnen. Und hier haben wir dann nochmal die dicken Bohnen. Die wachsen jetzt nicht so gut. Mit einer Hand ist immer so ein bisschen schwierig. Genau, und da sehen wir sie dann auch schon da drin. Ist jetzt nicht so gut. Die wachsen hoffentlich noch ein bisschen größer. Oh, von drin sieht die echt ein bisschen mager aus. Na gut. So. Dann kommen wir mal zu dem Beet da hinten. Da seht ihr auch schon unsere kleinen Fehler. Aber erstmal hier vorne. Da habe ich gerade eben schon Zucchini, die habt ihr ja eben schon gesehen, schon geerntet. Aber da wachsen halt noch unglaublich viele. Da vorne, okay, da ist jetzt nur ein dran, aber hier sind noch einige. Auf der anderen Seite hier sind noch die Gewürzgurken. Ich habe gerade eben ganz viele noch gesehen. Da! Da haben wir beispielsweise eine dicke. Genau. Vorne auch noch sind so ein paar einfach unter den Blättern eben versteckt. Und dann kommen wir hier zu unserem Fehler, zu dem Riesenkürbis. Der erinnert mich an meine Kindheit. Da hatten meine Großeltern auch immer auf dem Komposthaufen solche riesigen Kürbisse. Freut mich natürlich sehr. Und hier scheint ihm sehr zu gefallen. Und dann kommen wir hier zu tatsächlich Gurken. Nein, ich habe mich nicht versprochen. Es sind keine Zucchini. Hier. Diese dicken Dinger, die wollen wir noch einkochen. Da hinten auch nochmal. Die können auch ruhig gelb sein. Hier vorne beispielsweise. Und eben hier ist auch noch eine besonders dicke. Dann kommen wir auch schon zu meinem Blumenbeet hier. Beziehungsweise wir haben hier einmal, können wir sehr gut sehen, dass das Bohnen gerade nochmal nachgewachsen ist. Das hatte ich ja schon gut geerntet in dem Kräutervideo. Daneben ist dann nochmal rote Beete. Da habe ich auch schon ordentlich dicke Knollen gesehen. Da vorne beispielsweise. Da können wir uns auch dran erfreuen. Genau, da kommen gut noch welche und da hinten seht ihr eben auch noch mehr Bohnenkraut. Dann kommen da noch Ringelblumen, Kornblumen sind da noch. Habe ich auch schon viele geerntet. Ich hoffe, ihr könnt mich bei dem Wind überhaupt verstehen. Und hier, was mich sehr gefreut hat, dass ich das heute gesehen habe. Ich war jetzt eine Woche oder so nicht hier. Und zwar ist das hier vorne der Kugelamaranth. Wenn man mal die Blüten anfasst, die sind hier, die sind so richtig hart. Deswegen sind die eben, wenn die noch ein bisschen länger hier stehen, kann man die eben ernten und dann zu dem Trockenblumenstrauß verwenden. Und hier, was wir schon angebunden haben, das ist der Hoppy Red Amaranth.
Den habt ihr ja schon in voller Pracht gesehen. Jetzt war er echt ein bisschen zu groß und durch die Trockenheit, durch den Wind und wahrscheinlich auch durch die Gewitter. Und deswegen lag er eben ordentlich auf dem Boden und hat sich überall verteilt und gerade den schönen Kugel am Rand verdeckt. Und deswegen haben wir den heute mal eben zusammengebunden. Genau, und auf der anderen Seite habe ich noch vergessen, euch hier zu zeigen. Das hier ist nochmal, ich glaube, Aronia-Beere. Und dann haben wir hier unseren nicht so schön aussehenden Helgoländer Klippenkohl. Aber man kann halt gut sehen, dass auch der eben wieder nachwächst, was uns sehr gefreut hat, weil halt alles so aussah. Und jetzt kommen eben doch wieder frische Blätter und ich esse sie halt auch sehr gerne. Die kann man einfach eben so naschen. Und da hinten dann auch nochmal eine Himbeerpflanze. Dann kommen wir mal zu dem Beet vor den Sonnenblumen. Das sieht leider nicht so gut aus. Hier haben wir die Red Samurai Karotten. Da hatte ich ja schon zwei geerntet. Und dann hier Mangold, rot. Da hinten ist noch grüner. Und da ist auch noch ein Blumenkohl. Da gehen wir jetzt mal hin. Hier hat er sich versteckt. Und dann können wir da auch mal reingucken. Es ist halt wichtig, dass die Frucht eben verdeckt ist. Aber da sehen wir ihn. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und eben schön wieder zudecken, damit eben keine Sonne rankommt. Und hier ist eben der grüne Mangold. Da hinten seht ihr gelben. Da vorne nochmal roten. So wie hier. Genau. Und dann haben wir da normale Karotten. Da habe ich hinten eine dicke entdeckt. Die wollte ich mal mit euch hier noch ernten. Und hier gibt es noch was zu sagen. Da vorne den Gehstock von meiner Oma. Der geht hier halt richtig in die Erde, überall. Dadurch, dass der Maulwurf seine Tunnel eben hier drunter leider baut und alles eben anlockert und deswegen eben nicht mehr so gut wachsen kann, was sehr schade ist. So, dann schauen wir mal. Irgendwo hatte ich hier eine ordentlich dicke Karotte entdeckt. Wo ist die geblieben? Da! So! Also das ist doch schon eine anständige Größe. Und dann seht ihr hier eben nochmal die Sonnenblume. Ihr seht, ist eben dieses Mittelteil der Blüte ziemlich groß. Das liegt einfach daran, dass das eben das für das Hühner... Also wir haben die Sonnenblumen aus dem Hühnerfutter genommen und daher ist das natürlich so gezüchtet. Wir haben hinten aber auch nochmal eine andere. Und dann haben wir hier nochmal einen Überblick über den ganzen Garten. Und ein Beet habe ich euch noch nicht gezeigt, da laufen wir jetzt mal hin. Ich stiefe mal hier durch das Beet. Hier. Und zwar, wir haben hier einmal, dort sind nochmal ein paar Bohnen. Dann haben wir hier nochmal Dill, den brauchen wir nachher zum Gurke einkochen. Hier haben wir nochmal Knollensellerie, das ist der hier. Und das ist noch nicht so lange her, dass wir den gepflanzt haben. Das ist der Staunensellerie. Und hier haben wir nochmal schwarzen Rettich. Der wächst eben, also den haben wir auch erst vor kurzem gesät. Und der ist eben besonders gut im Herbst, Winter. Aber dadurch, dass der Maulwurf hier immer zugange ist, können die kaum wachsen. Deswegen müssen wir das hier immer so ein bisschen festtreten, weil die ganze Zeit aufgelockert werden. Genau, was natürlich sehr schade ist. Wir hoffen, dass das noch gut geht. Und am Zaun haben wir noch ein bisschen Borretsch. Der sieht leider nicht so gut aus. Genau, das war dann auch das Beet. Und dann hier eben nochmal der Vergleich. Hier die orange normale Karotte und das ist dann eben die Red Samurai.
Man sieht schon einen Unterschied, aber ich hatte jetzt eigentlich gehofft, beziehungsweise war auf dem Foto, dass sie doch ein bisschen röter wird. Sie erinnert mich jetzt sehr stark von der Farbe her an die roten Kartoffeln. Genau, das ist dann eben die Ernte erstmal von heute. Mir ist gerade noch eingefallen, ich habe euch vergessen, die hier zu zeigen, und zwar lilane Bohnen. Die werden aber beim Kochen, werden die grün. Sind zwar leider nicht so gut gewachsen, aber ich finde sie trotzdem cool, weil die halt einfach lila sind. Und dann nochmal ein Blick aus dem Garten raus. Hier natürlich ordentlich bewachsen. Das ist unser Komposthaufen. Und da haben wir, sieht man ja hier auch schon, da kann man ja ahnen, dass das hier Kürbispflanzen sind. Hier vorne hängt einer, da Hokkaido würde ich behaupten. Und ich glaube, da hinten sind auch noch ein paar mehr. Dann haben wir hier natürlich unser Kräuterbeet. Das sieht auch ganz gut aus, habe ich euch aber ja auch schon öfter mal gezeigt. Was ich hier besonders toll finde, ist einmal die Brunnenkresse und da hinten seht ihr auch ein paar Wespen, die da unterwegs sind. Die haben nämlich dort oben direkt unterm Dach haben die ihr Nest gebaut. Und das ist eben nicht dieses runde Nest, sondern eben an der Hauswand. Was ja nicht so oft vorkommt. Genau, außerdem finde ich hier nochmal die Blüten toll. Sieht richtig schön aus. Genau, der Lavendel wächst jetzt endlich auch mal. Da ist der Lavendel. Und dahinter sehen wir hier nochmal, da seht ihr mein Johanniskraut, was ich gerne für Tee verarbeiten würde. Und da hinten haben wir nochmal rosanen Lavendel. Da kommen aber leider keine Blüten dran, sodass wir da das gar nicht nachprüfen können. Genau, und dann natürlich nochmal ein kurzer Blick ins Gewächshaus mit unseren ganzen Tomaten hier vorne. Ihr seht, hier kommen ordentlich welche dran, natürlich auch verschiedene Sorten. Da hinten haben wir beispielsweise ordentlich dicke Fleischtomaten. So, dann sind hier unsere Schokoladentomaten. Natürlich hier eben auch nochmal ganz viele andere. Hier haben wir nochmal die Black Cherry sind das, glaube ich. Also die gehören genauso. Schmecken auch sehr gut. Und ihr seht, die wachsen hier richtig im Gang. So am Runterklettern, um ja hier nochmal noch mehr Tomaten zu sehen. Und hier kommen eben dann auch unsere ganzen Gurken. Die sehen auch richtig gut aus. Hier natürlich auch noch ein paar dickere. Unten, wir haben natürlich auch schon extrem viele geerntet, sodass die alle jetzt auch noch mal ein bisschen größer werden dürfen. Und hier eben noch so kleine Snack-Gurken. Ich glaube, das waren die Harriet, die wir hier hatten. Die werde ich mir auch ernten. Und da haben wir auch noch welche mit Stacheln. Ich glaube, die sind geradeaus. Da ist der Nachbarsjunge ganz verrückt nach. Aber die habt ihr auch schon mal im Video gesehen. Übrigens habe ich, glaube ich, noch nie die Bedeutung von diesem Basilikum hier erzählt, der eben bei den Tomaten steht. Der soll besonders gut eben sein, Mischkultur und so, dass die Tomaten eben besser wachsen können. Und ja, wir können es jetzt nicht überprüfen, wie es ohne gewesen wäre, aber sie wachsen auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das war es dann auch mit dem Video, mit dem kleinen Update. Ich hoffe, es war nicht zu lang, aber wenn ihr bis hierhin geschafft habt, dann freue ich mich natürlich sehr. Dann lasst mir doch gerne einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Und genau, dann hoffe ich, habt ihr einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hier nochmal der wichtige Hinweis. Wasser im Garten ist gerade bei der Hitze eben wirklich sehr vom Vorteil für die ganzen Tiere und Insekten, da die jetzt eben natürlich bei der Hitze nicht allzu viel finden.